Full Ut geht weiter. Was war das denn für ein komischer Wahlgesang? Wir waren hier bei an dem Grab und haben alles rausgeholt. Die Mission ist eigentlich soweit erledigt hier, ne? Smitty, Burden, Enderman, Jensen oder wer hieß, haben wir gemacht, läuft bei uns. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Suche, ich hätte schon gern, ich würde gerne das hier machen. Da müssen wir direkt ultra weit runterlaufen. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne endlich mal oben diese ganzen Gebäude durchgehen und durchlaufen und durchfetzen. Aber da habe ich auch nicht so Bock drauf. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier hin. Wir gehen jetzt hier hin, hier unten hin, ja. Und laufen mal ganz darunter, um die Map einfach noch weiter zu erkunden. Und um diese Spielzeuggeschichte zu machen. Ich glaube nämlich, das ist der... Ja, für diesen Ghoul eben. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt vor ein paar Folgen. Ich habe jetzt doch wieder direkt am nächsten Abend seit der letzten Aufnahme wieder aufgenommen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ihr machen wollt. Speziell wegen den Quests, wegen diesen Hauptquests. Deswegen machen wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und skilltechnisch habt ihr auch nach wie vor... Also besteht ihr auf Lebensspende natürlich. Da sind wir ja schon recht ordentlich vorangeschritten. Natürlich können wir Damage noch ein bisschen skillen. Was war's noch? Ich habe das andere jetzt gerade nicht so im Kopf. Aber ja. Kurz gucken. Lebensspender. Du erhältst sofort weitere Gesundheit und regenerierst verlorene Gesundheit langsam. Das machen wir jetzt noch. Komm. So. Ja. Bumm. Jetzt sind wir hier komplett gefüllt. Und wir regenerieren uns langsam von alleine. Man sieht es eben, ist es schon ein bisschen, ist es halt eben alles rot dran. Oh, fuck, doodle-doo. Hello? Müsst ihr da zwingend in der Pampa kämpfen? Vor allem gegen wen fightet ihr hier? Ja. Minuteman! Dann müssen wir ran! Ran! Geh los! Was? Arm und Beine? Sogar hat die was mit Anus. Alter Verwalter! Hat er sich gerade so seitlich weggedreht und ist einfach explodiert? Die. Habe ich dich impossible. Warte mal. Hier waren wir schon. Achtung, Fräulein, ich will sie nicht treffen. Genau, hier waren wir. Wisst ihr noch die Leute, denen wir hinterhergelaufen sind? Das ist, glaube ich, gerade mal zwei. Ist es dieser Ding, den wir hier holen müssen schon? Nee. Was sind denn da für komische Gräten drin? Und das? Hat jemand von euch so eine Krätenkanone? Bist du das? Ist das so ein Furzgewehr? So ein Krätengewehr? Hier waren wir. Hier sind unsere Leute entlang gelaufen, um nach Spectacle Island zu kommen. Wir gehen natürlich immer direkt. Krass, was für eine eklige Sicht. Hier drüben hin. An diesen Mast, den wir da noch vorfinden. Um unser Signal zu verstärken. Was war denn das für ein Geräusch? Käthe? Weißt du das? Mensch, die Keta hat uns aber letztens echt mit einem krassen Ding überwältigt, oder? Dass sie ist krank und... Was ist denn das? Was ist denn das? What the fuck? Das sieht immer überkrass aus hier mit dem... Ach du Kacke. What the fuck. Was ist denn? Gunner. Okay, chill. Erstmal das Ding gezogen. Hallo. Boah, voll in die Franz. Muss ich hier in die Hand schießen jetzt sogar, ne? Komm her. Boah, ich bin voll auf die Nase. Oh, Was war denn das? Was hat uns da gerade volle Pulle getroffen? Das ist doch nicht dieser Gauner da, oder? Komm mal her. Shit, der heilt sich gerade, der Drecksack, der verschissen. Zu heilen. Mein Arm! Wo ist denn dieser Raketenwerfer, Heini? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der rumsteht. Ach shit. Jetzt sage ich gerade, cool, wir heilen uns ganz langsam und jetzt ist es direkt nichtig, weil wir eh voll in der Pampe, in der Scheiße hocken hier. Verstrahltes Brot. Verstrahlte Brot! Das nehme ich jetzt einfach zu mir. 20! Fuck! Okay, chill. Die Kripplung heilt ja gleich wieder von alleine. Wir sind nun voll. Verstrahltes Blut wirkt nicht mehr, das ist aber bitter. Hallo. Bitch, Doodle. Und du? Oh fuck. Oh Gott, ich glaube, das ist das Geschütz, das so krass Damage drückt. Wo ist denn das? Oh. Alter, das hat so Explosivgeschoss, ähnliche Dinger. Und die Tante hier? Hallo? Hallo, Tantchen. Wieso macht. What?
Alter! Kind, du hast die einfach an dir vorbeigelassen! Dann mach ich mit dem Kittel in die Fratze, so, bam! Lächerlich! Ich becher mich weg, Barkeeper, hau raus, was ist ein Becher? Oh Gott! Erstmal vorbeigeschossen, wirklich guter Plan. Das macht doch Spaß. Ich glaube, ich nehme auch mal meinen Knüppel. Du alte. Oh, ey, was war denn das für ein Magical Hit? By her. Oh, scheiße. Ey, ich mache ja fast kein Damage mit dem Ding, ne? Aber sie wird trotzdem langsam Fat Man. Oh, moin. Wir können nicht mehr rennen. Okay, 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 okay. Stopp, 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 stopp. Fat Man wegschmeißen. Wir haben eh tausende Fat Mans. Dann Womaning. So, dann verstrahltes Blut futtern. Das eine dann noch. So, weg mit ihm. Ihr meine ich. Alles klar. Speichern. Weiter geht's. Gucken. Oh Gott, die hat's einfach komplett zerhauen. Alles klar. Immer cool, cool bleiben. Über uns ist noch jemand. Wie kommen wir hoch? Kommen wir von hier außen irgendwo hoch? Ich kenne dieses Gebäude noch gar nicht. Was ist denn das? Gunners Plaza. Obwohl doch, irgendwie kommt mir das bekannt vor, vom Namen her. Also der ist direkt über uns, hat wahrscheinlich den Raketenwerfer. Irgendwas verfolgt uns. Dein Arsch gehört mir! Ja, der verfolgt uns eben nicht. Ach man, Kate, ich dachte kurz jawohl und jetzt doch nicht. Jetzt dachte ich doch nicht jawohl, du bist so blöd, Kate. Ich erinnere mich, da war irgendwas, man konnte da von außen drauf. Ja, doch nicht. Ich könnte schwören, man konnte von außen einfach aufs Dach, weil ich habe nämlich Erinnerungen, wie ich diese zwei Geschütze von oben irgendwie zerstört habe. Hallo. Hm, gut, war noch gar nicht nachgeladen. Aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Hier ist irgendwie... Das war vielleicht doch ein anderes Gebäude. Und da vorne ist auch wieder was Neues zu entdecken. Kate, ach Gott, Kate. Ah! Doch, das war's. Ha! Können wir hier nämlich easy hoch? So, können wir speichern mal. Das war ein weiter Weg, den will ich nicht nochmal gehen. Ah, ja, wisst, wie der Hase läuft. Oh Gott, krass, wie diese. Wie heißen die? Wer sind diese Viecher, die diese Geräusche machen? Sind das Akazien? Nein, nein. Fuck no! You can't hit me, bitch! Alter, das war ein Critical Headshot. Bitch. Die Kate, okay, wer zuerst? Kate, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen, seitdem du mir nicht mehr richtig hilfst. Du gehst ja immer direkt down. Und das ist echt snitchig. Hallo, Mann. Gunner Corporal. Lance Corporal, Gunner Corporal, Dipshit. Oh. Nein. Komm her. Jetzt schießt sie aus diesem Kabuff raus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ach Gott. So. Alles klar, stehen geblieben. Bam. Gott. Die hat mich jetzt echt abgefuckt, die Troller. Hallo. Ja, der steht da ganz gut, glaube ich. Bleib ruhig da stehen, du bist da vollkommen in Sicherheit. Kate ist nicht hinter dir und rammt dir nicht ihre Schurke in den Anus. Danke. Was hast du gehabt? Scheißdreck nur, ne? Scheißdreck. Okay. Hier oben noch irgendwas versteckelt. Direkt wieder speichern. War ja ein wichtiger Kampf. Hier ist nichts mehr. Ich weiß noch, irgendwann war mein Kollege da und er hat mich als Pussy bezeichnet, weil ich so oft gespeichert habe. Das war... What the fuck? Hallo? Okay. Kloppen wir uns was? Da habe ich Fallout 3 gespielt, dann war auf diesem Add-on, wo man auf diese Insel fahren konnte. Ähnlich wie auch hier. Und das war, die war voll mit Blut und ich habe da halt ständig gespeichert, immer mal wieder, wenn ich diverse Horden abgemetzelt hatte. Und er hat gemeint, das machen nur Putzis, aber ich glaube, er hat noch nie erlebt, wie das ist, wenn man einfach mal 15 Minuten, ich glaube sogar 10 Minuten Gameplay wiederholen muss. Das ist schon räudig, oder? 10 Minuten? Wenn man so richtig am Fighten war, dann sackt das schon wirklich hart rein. Also finde ich. Wir haben so viel Scheiß direkt dabei, oh Gott. Warum haben wir jetzt alles dabei? Bingo, bango, bongo. Troll, hey. Hey. Sag, was du brauchst. Ja, du sollst handeln, nicht einfach weggehen, dass ich dich dann nicht mehr anlabern kann. Das bricht mich ein bisschen an. Hier ist der ganze Scheiß. Das hätten wir vielleicht noch machen sollen. Ich glaube, bevor wir in diese Fabrik gehen, legen wir erstmal noch den ganzen Kram ab. Also teleportieren uns dann zurück, weil wir haben halt dann den Beampunkt. Übrigens, jetzt sollte sich das live regenerieren. Seht ihr schon? Seht ihr es? Man sieht es ganz leicht. Wie es voller wird. Ultra leicht. Gleich ist es komplett voll und wir haben es gar nicht gemerkt. Also bis auf unsere Radiation-Geschichte. Ja. Sehr gut. Die Gunner haben immer den geilsten Kram. Ein rotes Kleid. What the fuck? Die Gunner haben immer den geilsten Kram. Rotes Kleid. Mhm.
Also manchmal habe ich schon echte Klatsche, oder? Nein. Wo habe ich denn jetzt diesen... Ich hab hier doch eben 800 Kilo abgegeben. Oh Gott, ich glaube, wir müssen jetzt gleich zurück. Wir behalten mal diesen Plaza hier im Auge, beziehungsweise gehen noch kurz da hoch, gucken, ob hier noch... Oh ja, ob hier noch irgendwas ist und porten uns dann erstmal zurück und legen den Kram ab, bevor wir hier weitermachen. Das ist ja schrecklich, oder? Das ist ja fucking schrecklich, dude. Ich glaube, das war's. Aber der war doch auf so einer Seitending gestanden, oder? So. Wo war denn der? Dass ich ihn so... da unten. Gut. Jetzt kann ich auch alles mitnehmen. Wir porten uns ja eh gleich. Das war's hier, oder was? Da unten ist noch was. Die Trulli ist wieder direkt hinter uns. Guck mal, hier oben ist auch nochmal ein extra Ein- und Ausgang. Naja, läuft. Wir können es jetzt zum Glück direkt porten, weil wir diesen starken Rücken geskillt haben. Das finde ich echt nice. Das ist wirklich cool. Weil wir vor allem Dinge, die außerhalb sind, einfach komplett leerräumen können. Dass wir 5000 Kilo Schrott dabei haben, dann nach Hause ablegen, fertig ist der Lack. Jetzt habe ich mir sogar extra Arbeit gemacht, weil ich es der Kate gegeben habe. Jetzt muss ich die erstmal noch anlabern, das zurückfordern. Naja. Kate, gib uns die Scheiße, ja, okay. Gib uns mal die Scheiße, ja, okay. Oh Leute, ich habe eben das Video geschnitten, wo wir auf Ultra High Rank, so im Lem und Supreme Bereich, dieses Matchmaking gespielt haben im Stream. Und ich einfach der krasseste Boy auf der Welt. Oh mein Gott! Verrate es niemandem, das war so ultra. Sollte dann die Tage online kommen. Also wahrscheinlich kommt es lange vor diesem Video online, weil ich Fallout jetzt wirklich ganz gut für die Zukunft aufgenommen habe. So, gesamter Schrott ist gelagert. Hey. Kate, was hast du nochmal dabei? Du hast die Klinge, 36. Aber warte mal, was haben wir denn hier? 34. Ist aber deutlich mehr wert, weil die Klinge halt auch nochmal hart ist. Ne? Erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Gut, ich weiß nicht, ob das für sie überhaupt gilt. Also ob das für... Wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal, ob wir das Offizierschwert irgendwie verdäseln können. Übrigens, die macht schon wieder gar nichts. Ne? Ist euch das aufgefallen? Das müssen die gepatcht haben. Die hat den Flammenwerfer leer geschossen, der bringt nichts mehr. Und auch ihre beschissene, die gebündelte Laserpistole bringt nichts mehr, weil sie einfach die Munition, die ich ihr gebe, komplett verschießt. Und früher war das so easy. Man konnte den Leuten was geben, irgendeine Wumme, und dann haben die gespielt mit einer einzigen Kugel. Das war's, da waren die glücklich damit. Lass ich kurz überlegen. Die machen wir weg. Die ist echt krass. Und dann können wir noch... Naja, das Springmesser müssen wir auch weglegen, weil das kann ich eh nicht verschisseln. Aber wir könnten jetzt mal gucken, was wir hier an den Ding dran machen können. Selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Das ist natürlich krass. Das ist wirklich sehr krass. Müssen wir uns merken. Im Moment ist das Schwert dann jetzt noch nicht so das Wahre. Das legen wir auch erstmal weg. Aber es könnte eine coole Sache sein. Jetzt haben wir hier unten halt noch diese zwei Dinger. Ich habe noch einen Flammenwerfer dabei, lächerlich. Das verwursten wir einfach, so wie das hier. Ich glaube, mit Flammenwerfer mache ich dasselbe. Ich habe eh einige Flammenwerfer schon am Start. Obwohl man die auch verkaufen könnte, ne? Ja, dann machen wir es. Dann machen wir es so, dass wir die... Habe ich jetzt das Offiziersschwert schon weggelegt? Warum habe ich jetzt hier immer noch ein Schwert? Das war irgendein Offiziersschwert, gell, was hier war. Da. Ich denke, wahrscheinlich macht das andere jetzt hier das gleiche. Ich habe da werde da die gleichen Optionen haben. Ja. Vielleicht war das sogar das und ich habe es noch nicht gerafft. Weiß ich nicht. Weg damit. Ich packe mir den Scheiß ein. Also. Hallo, weiter nach unten. Achso schon, ja, hier. Das hier weg. Und das, was ich gerade mitgenommen habe, bitte auch weg. Flammenwerfer weg, genau. Warum habe ich denn hier eine 10mm Automatikpistole überhaupt so am Start? Die könnte man doch auch einfach verschachern, verballern, oder? Komm, die machen wir noch weg. Als wenn wir das Ding irgendwie gebrauchen würden. Dann bringt aber auch nur Stahl. Wiederum ist nicht so krass. Und den können wir gar nicht mehr. Oh, doch. Halt, nee, warte, wir haben die Opferklinge schon dran. Ne? Ja, wir haben 60 damit. 60 Schaden. Das ist schon echt krass, oder? Meint er nicht auch? Guck mal, da, oder? Ist das so? Ja, 60 und dann nochmal 3. Okay. Gut, hier haben wir schön gearbeitet. Können wir das Zeug hier noch weglegen? Ja, wir hatten noch Kram dabei. Die Mods haben wir ja gesagt, einfach alle hier rein. Dann haben wir die immer.
mehr oder weniger am Mann. Die habe ich hier rausgeholt, die Mods, ne? Dann würde ich gerne noch einfach der Übersicht halber dieses Ding hier auch verwerten, ja. Das stört mich sonst irgendwie so in meiner Gesamtkrassheit, stört mich das stark. 203, wir haben immer noch, wir haben schon wieder so viel. Ah, exactly. Also, Kleidung. Baseball-Kleidung brauchen wir sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Aber wir haben hier das hier beschleunigt, die Regeneration deiner Aktionspunkte. Das ist der Harnisch. Unser Harnisch ist krasser, hat aber nichts. Daher ist auf jeden Fall mehr wert. Wir haben hier noch eine Metallrüstung, linkes Bein, plus 25 Giftresistenz. Rechter was? Kann man da nicht irgendwie durchzoomen, dass man den Namen sieht? Pff, ist ja scheiße. Achso, ich sehe es da rumblinken. Sorry, ich bin so dumm. Rechter Arm. 3, 25, 5. Okay. Ich denke, dass die Sachen wahrscheinlich schon alles in allem deutlich krasser sind, wie das, was wir anhaben. Obwohl Arm rechts 52 und das Ding Arm rechts 40. Es ist halt noch nicht bedazzled. Linkes Bein, 75, wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Mhm. Bein links. 9, reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15. Nicht schlecht, wenn wir die Roboter-Quest machen wollen. Abgedunkelt, Kampfrüstung hat nichts und das Ding hat auch nichts. Ist einfach nur stärker. Das ist der rechte Arm. Plus 1 für Wirklichkeit, auf gar keinen Fall geben wir das aus. Das machen wir dann weg. Und die Kampfrüstung, das Bein, 130, 13, 3... Bein rechts. Ne, Bein links. Ich habe das so blöd benannt. Reduziert den durch Roboter. Ah, okay. Wir sind hier voll auf die Roboter ausgelegt. Hm. Ja, dann machen wir es wie folgt. Wir machen es wie folgt. Passt auf. Die zwei Sachen. Ist es jetzt genauso? Ist es jetzt genauso wie. Ist das jetzt genauso? Ist das jetzt genauso sortiert wie gerade eben auch? Angetrieben, diese Kampfrüstung. Passt auf, wir können schon mal zwei Sachen weglegen. Das mache ich jetzt direkt, bevor wir uns hier irgendwie in den Hinken bringen lassen. Und zwar das hier weg und das hier weg. Die zwei will ich verbrauchen und dann eigentlich noch den Panzer verstärken. Das war's. Mehr möchte ich nicht machen. Den Panzer haben wir schon an, da. So, Standard. Okay. Kampfrüstung. Haben wir das jetzt an? Ist es. Also, jetzt kannst du ein paar Treffer mehr einstecken. Na, bla bla bla, habe ich mir das jetzt. Das habe ich richtig an, ne? Das sollte ich auch übrigens machen. Ich soll jetzt immer schön hier drauf gucken, wenn wir was Neues anziehen. Das sieht ziemlich cool aus. Hm. Natürlich mit den Taschen. Unser alter Panzer hat. Hat halt einfach deutlich, also wir hatten damit krassere Taschen und er war stärker als dieses Ding. Aber das Ding ist dann wohl an sich, wenn wir es aufgepimpt haben. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Genau, das ist dieser Bonus. Und der ist doch schon ziemlich nice. Komm, dann können wir den alten Panzer, auch wenn er stärker war, hauen wir den mal weg. Und die zwei Sachen wollte ich hier wegklöppeln. Ihr könnt gerne sagen, wenn ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Brust. Panzer. So, okay. Nur, dass das mal gescheit ausgeführt ist. Wir müssten somit nochmal um einiges leichter geworden sein. Okay. Bei Hilfsmittel haben wir halt wieder viel Shutter dabei. Wir haben noch die Nuka-Cola. Genau, die legen wir hier rein. Nuki-Coli. Ach, guck mal, was wir alles dabei haben. Hm, das können wir kurz brennen. Warum habe ich Fleisch vom Mischlingshund dabei? Warum habe ich das gemacht? Muss das sein? Eine leckere Köterkeule. Ah. Das lege ich jetzt alles hier rein, was wir nicht brauchen, ne? Die üblichen Sachen eben. Weil ich will nicht mit so einem fetten Arsch da rumrennen die ganze Zeit. Ne? Köterkeule behalte ich halt jetzt, aber leuchtender Pilz weg damit. Dann Nuka Cola Quantum weg damit. Was ist das schon? Whisky. What the fuck? Have you retired away? Okay, schon wieder 3 Kilo gespart. Obwohl wir 10 insgesamt auch verloren haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das war es soweit. Ne? Was haben wir bei Schrott? Das war's, können wir noch ablegen. Mods haben wir nichts mehr. Okay. Ah, fuck.
Ach, guck mal, nochmal 3 Kilo. Okay, läuft. Man braucht oh Gott. Ein drittes Auge, oh Gott, ich hab mich echt. Ich kurz erschreckt. Das klang gerade so richtig rechts sehen, neben mir. Du für diese Leute halt doch die Gosch, Mutter Mömpfi. Halt doch mal die Gunsch, Alter. So, wir gehen hier in die Gunsch ins Blunzer, Alter. Zack, bumm, gesehen. Und wir, die sind wieder respawned. Ich gehe jetzt aber nicht rein, glaube ich. Ich glaube, ich lasse es erstmal liegen. Über eine Quest oder sowas kommen wir da sicherlich nochmal rein. Beziehungsweise, ihr wisst ja, wir werden, einfach weil ich da mal richtig Bock drauf habe, werden wir durch alle Sachen gehen, durch die wir noch nicht gegangen sind, die noch keinen Haken oder erledigt da stehen haben. Also wir gehen überall durch, räumen alles aus und machen alle richtig nackt. Sind ja alle down? Ja, ne? Hier ist keiner mehr. Ah! Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Wer labert da? Raider? Raider? Fickt ihr mich gerade durch? Das habe ich eben freigeräumt. Verzieht euch! So, du zuerst. Dann ihr zwei. Kate, genau, hilf mal ordentlich mit. Hilf mal ordentlich mit. Ich wollte jetzt nur noch kurz hier die Dinger mitnehmen. Was ist denn schon da? Ich habe eine leere Pistole gelesen. Ich wollte nur geschwind die Dinger mit. Habe ich den Gunner komplett nackt gemacht? Am I down or what? Ich wollte nur von den Geschützen mitnehmen. Wo ist denn der? Ah. Das hier. Das sind ja einfach neu, schon neue. Das ist lächerlich. War das von dir? Nein. Sehr gut, und wir können weitergehen. Okay, da vorne ist eine Kirsche. Und da ist auch irgendwas. Und da ist auch irgendwas. Hier ist so viel. Hier ist einfach so viel Zeug, das wir entdecken können. Das ist so fucking nice. Klappen mal voll hin. Hier erstmal kurz nach dahin. Aber beziehungsweise, das ist eh auf der Karte. Das lasse ich jetzt einfach mal so unaufgedeckt, wie es ist. Ist ja eigentlich, ist ja nichts. Okay. Oh nein. Ich könnte jetzt hier in der Ferne vielleicht irgendwas entdecken. Das ist einfach so scheiße wie direkt neben mir. Aber ich kann euch sagen, im VR ist es so geil, ne? Auf die Viecher zu ballern. Generell auf einfach so frei Hand rumzuschießen. Sieht man noch diese Maden, die sie in uns stecken? Ne, schade. Okay. Da müssen wir uns doch mal einmischen hier. Also da kann ich wirklich nicht. Eine unsichtbare Waffe. Sehr schön, sehr schön. Wilde Ghule. Und wer ist da drin? Für den Frieden. Also Minuteman oder was? Ach, Ritter der Bruderschaft. Läuft bei euch, ne? Ich soll dir mal helfen, Alter. Genau. Ja, ein weiterer Sieg für die Bruderschaft. Lächerlich, das habe ich eben. Oh, wir haben ihn direkt abgeholt. Oh, hier. Alter, was geht denn hier ab? Leute, was geht denn hier ab? Jetzt laufen wir scheinbar doch hier rein. Ultra die Bruderschaft, Leute, am Still. Raider, da sind ultra viele Raider drin. Oh Gott. Ich glaube, die können nicht fliegen. Die stürzen doch grundsätzlich ab. Oh. Heidepark. Anne, Heide. Heide, Anne. Ah, ich komme jetzt zu dir, du Snitch. I'm gonna bump you, pretty hard. Oh shit, das ist tief. Pass mal auf, wie die jetzt genuddelt wird, Alter. Wie die jetzt genuddelt wird. Oh shit, hier sind so viele. Puh. Ja, renn davon, du Nudel. Hört auf, hier die Leute einfach umzubringen. Ihr Wahnsinnigen. Ha! Boom! Da, dude, da. Danke. Oh! Ach shit, ich wollte doch hier noch Zeug aufheben. Alter, wer ist denn da oben? Scatter! What the fuck? Skeletor, da! Tommy, Skeletor, da! Ich hoffe, das ist irgendwas. Oh Gott. Warte. Okay. Wir machen das wie folgt. Wir gehen erstmal auf den Kopf, zweimal. Machen dann sofort Inventar auf. Nehmen Jet. Wir sind ja zum Glück noch nicht abhängig. Jet. Man rast mal richtig aus hier. Reinzoomen. Oh Gott, das ist ja die andere drauf. Die. Spider-Man. Wir brauchen schon eine andere Wumme. Spider-Man. Oha. Oh mein Gott. Okay, das ist ganz schön hart hier. Die sind echt hart unterwegs. Kein Problem. Jetzt bin ich noch. Ja, jetzt bin ich noch genau hier. Okay.
Das heißt, komme ich direkt zu denen hoch? Hier war mal eine Falle. Scheiße, hallo, hallo. Kommt ruhig mit. Kommt ruhig mit mir mit. Boys. Lassen wir mal kurz die Köderkeule. Keter Keel. So, jawohl. Und hier drüben noch rein. Guck. Haha. Hat, ist da jemand gekribbelt? Ach, wie oh, fuck. Ja, ihr schmeißt auch irgendwas, seid ihr dumm? Ich glaube, die haben sich gerade selbst gesprengt. Okay. Die 8 einstellen, rangehen. Hallo. Jet einstellen. Und ja. Was passiert? Alles Freundes, die 9mm oder was es war, einfach mehr Damage gemacht. Weiß ich nicht. Oder 10mm oder was es ist. Gut bleiben. 5 wieder. 5 ist auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, der andere fügt 10 Punkte Energieschaden hinzu und kann Gegner schmelzen. What the fuck? Eine gute Schmelzkanone. Ich sehe hier keinen toten Poki. Poki. Komm her, Skatter. Skatter da. Sflulona da. Skatter da. What? Alter. Okay, 0. Und speichern. Und ran. Skatter da. Sflulona da. Hallo. Du glaubst vielleicht, dass du stark bist, aber du bist gar nicht so einfach. Wo ist sie? Ich wollte gerade sagen, Kate, wo bist du überhaupt schon wieder? Warum werde ich hier so krass penetriert und nicht von dir? What the fuck, Kate? Hättest einfach weglaufen sollen. Bye, bye. Gib mir fucking shit, dude. Halt. Ich speichere einfach nochmal, weil mir es unten einer Lucky wegholt. Ich glaube nämlich, dass wir uns hier kurz hinlegen können und somit Geld sparen können. Beziehungsweise, oh, da liegt eine Notiz, die wir uns gleich durchlesen werden. Achtung. Ja. Das ging früher auf gar keinen Fall. Das ist schon immer easy. Ihr seid viel zu nah am Gegner dran. Und jetzt schlafen die Gegner praktisch mit mir im Bett und es passiert nichts. So. Cool. Cool. Scheiße. Das ist nicht cool. Also. Unterzeichnet von deinen Nachbarn. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen. Gezeichnet deine Nachbarn. Okay. Ah! Ah, ich hab's für ein Buch. Where will you be when the Holocaust came? Die? Civil Defense Administration. Hm. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Oh. Boom, bitch, get out my way, dude. Get out my way, dude. Die fressen schon echt ordentlich, oder? Ich meine, die geben echt ordentliche Dingenskings. Ihr wisst schon, das was ich eben bekomme, wenn ich die umbringe. Spaß. Wo ist denn hier noch eine Leiche, die ich plündern kann? Was verfolgt uns? Kate, ich habe alle gebumst, bis auf diese eine Troller, die gerade ins Wasser gefallen ist. Und sonst habe ich alle genuddelt. Ich habe alle genuddelt. Und du sagst irgendwas mit. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Mir nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Aber hier rastet irgendwas aus bei euch im Haus. Was ist das? Depp. Wer schlägt da auf Knochen rum? Ah, da geht's hoch. An sich wäre das auch ein Aufgang gewesen. Wen haben wir denn? Wen haben wir denn hier? Wo ist denn die andere? Irgendwo da unten auf dem Boden turnt so rum und schießt. Oder meint, schießen zu müssen. Krass, so viel Chat. Leute, Chat. Also mit Chat ist es echt Pillepalle, oder? Incoming. Hallo. Boah! Shit, dude. No scope hatch, ja, boah. Da ist irgendwer hier. Was ist das? Das scheint dazu zu gehören, hier, dieses Kabel. Zu diesem Geräusch. Was ist denn das? Was ist denn das? Was liegt denn da oben? Schnell. Lag da irgendeine krasse Wumme rum oder ist das einfach nur Dreck gewesen? Da ist einer runtergefallen. Ja, nice. So, okay.
Wir können weitergehen. Irgendwie hat uns die Bruderschaft so gut wie gar nicht geholfen hier. Ich bin wirklich schwer enttäuscht. Die waren irgendwie zu dritt oder zu viert da mit Panzer und allem drum und dran. Der ganze Scheiß. Und also mit Körperpanzer meine ich jetzt. Und was passiert? Nix. Guck mal, da stehen sie rum. Ich hab echt einen Panzer, what the fuck? Was hat der gemacht? Ey, ich geh jetzt sofort hin und frag, was los ist. Hey. Dude, steck dir fest. Hey. Wir werden das Institut aufhalten. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Also wenn ihr so eine Scheiße macht, ihr könnt ja doch nicht mehr richtig fliegen. Guck, wie ihr landet. Ihr habt Lancer verloren. Der hat Yum-Yum-Eier. Russische Yum-Yum-Eier am Start gehabt. Und da drin laufen sie rum. Anstatt mir mal irgendwie das zu Hilfe zu eilen. Ihr seid kacke. Ihr seid wirklich kacke. Bruno schafft es doch für den Arsch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.